Oh, muss ich. Okay, jetzt konnte ich hier rein. Okay. Das GPS zeichnet sogar meine Schritte auf. So, jetzt müsste man das eigentlich haben. Muss ich hier jetzt noch irgendwie was drücken? Eigentlich ne, oder? Die Äppelgriebsche nerven mich. Ob ich die vielleicht zum Baum lege? Die Eichhörner werden das doch bestimmt noch fressen. Ein paar Köder ausgelegt. Dort liegen meine Apple-Kriebsche. Was muss ich jetzt hier machen? Nur beobachten oder was? Nee, ist noch auf 0. Warte, ich drücke auf Play. Das war aber kurz. Okay, ungefähr bei. Da kann ich hier noch. Nee, umschalten kann ich hier nicht mehr, ne? Ich habe doch nur bisher eine aufgebaut. Ich denke mal, dann muss ich erstmal. Wo war denn das? Ach, da ist es. So, und jetzt sollte ich, glaube ich, ein Foto machen, oder? Kann das sein? Warte, ich gehe mal auf meine Aufgabenliste gucken. Setze dich im Wohnwagen von den Fernseher, drücke Aufnahme im Rekorder und warte auf dein Eichhörnchen. Drücke Pause, wenn dein Eichhörnchen in Sicht ist. Drucke das Foto des Eichhörnchens aus. Oh mein Gott. Was ist das für eine geile Ausrüstung? Everything works like a charm. So, now what we really need is a close-up of this girl near its stash. We found them in treetops, under rocks, buried underground, anywhere, really. When I did this study 15 years ago, oh, did I forget to mention that? Yeah, believe it or not, Panorama tried the exact same bullshit back in 82, trying to get this damnable dam approved. I know, but they won't succeed now either, thanks to you. Anyway, from my work back then, I know the squirrels here take the same route every night, so I'm sure you can follow him easily enough. When you have the squirrel in frame at the end of the recording, print out a photo and send it over. Oh, and Simon mentioned something about dropping off some extra stuff for you. Maybe check outside. Info. Der letzte Forscher hat uns erzählt, dass das männliche Eichhörnchen in dieser Gegend jede Nacht denselben Ort besucht. Aber wir müssen wissen, wo das ist, denn dort befindet sich sein Versteck. Könntest du ein Foto des Eichhörnchens beim Versteck machen für unsere Unterlagen? Finde heraus, wohin das Eichhörnchen geht. Stelle die Kameras auf. Drucke ein Foto des Eichhörnchens mit seinem Vorrat aus. Faxe es Nina.
Es ist nach rechts weg. Oh. Nachricht von Simon. Du weißt ja, wie man sagt, Grünschnabel, das Leben ist ein Fluss, man sollte ihn einfach fließen lassen. Allerdings habe ich ihn scheinbar etwas zu sehr fließen lassen. Ich habe beim ersten Stopp glatt ein paar Sachen vergessen. Aber jetzt habe ich alles für dich dabei, Simon. Oh, noch eine Kamera. Und hier? Wahrscheinlich hast du ohnehin daran gedacht, aber vergiss nicht, den Bildschirm reinzubringen. Nächtlicher Tau und Elektrizität vertragen sich überhaupt nicht. Daran wurde ich neulich auf unschöne Weise erinnert. Wozu brauche ich jetzt noch einen Fernseher? Ah, okay. Das ist von hier runter so ziemlich in die Richtung gelaufen. Ich würde mal Kamera 2 hier abstellen. Und Kamera 1 könnte man ja schon mal hier so. Also so steht es beschissen. Was war denn das dort hinten? Hier war doch gerade was auf dem Baum. Ah, dort ein Schmetterling. Okay. So. Also rein theoretisch, wenn der jetzt wieder von hier nach da abhaut, wirft man den. Ich würde das auch nochmal ausrichten, hä? So in die Richtung. Da haben wir das Ganze hier auf dem Bild. Wenn der dann hier vorbeispackt, kriegen wir den eventuell da aufs Bild. Würde ich jetzt mal so. Ganz grob. Hm. Meine Äpfel wollte es nicht haben. Mein Wohnwagen. Da irgendwo. Okay. Ich habe doch gewusst, dass der hier oben steht. Ich habe mich nur so dumm gestellt. Was ist das? Toilettenpapier. Ey, das ist Gold wert. Bring das mal rein. Nicht, dass es regnet. Ans Bett. Da wissen wir, wo wir es haben, wenn wir mal... Okay. Ich will jetzt aber erstmal das Toilettenpapier reinbringen. Oder auch nicht. I guess now is as good a time as any to tell you what we're actually doing here. The Viago Institute, the place we work for, performs impact studies. Yes, exactly. Construction companies need to commission studies like this one to be legally permitted to build anything. And this one is commissioned by an entity known as Panorama Corp. They want to build a ludicrous five-star condo place here called Panorama Land. I know. And they tried something just like this 15 years ago. But my research into native squirrel habitats helped to shut that down, because our fluffy little squirrels are classified as an endangered species. So your work here could help to save the space for the squirrels to live in. Anyway, I'm probably boring the ear of you. Let's get back to work. Wie viel Technikschrott will der mir hier noch anbringen? Kann ich das ablegen? Interagieren? Ich möchte. Ach so, okay, jetzt ist es weg. Na gut. Stelle die Kameras aus. Drucke ein Foto des Eichhörnchen mit seinem Vorrat aus. Wachse es Nina.
Ach, jetzt werde ich mich wieder hier an den Rechner setzen müssen, wa? Ah ja, da blinkt schon was. Jetzt bin ich gespannt. Kamera 1 ist es dann nach links hinten weg. Glauben hier so lang, ne? Das Spiel hat was. Das, die Stimmung, das fühlt sich richtig, richtig cool an. Aber hier ist doch alles zu. Ich richte mal eine nach hier oben aus. Es wird ja dann bestimmt den Weg hier hochgehen. Hier. Ach, das war der Baum. Wichtig. Okay, jetzt haben wir die Kamera 2 direkt auf Kamera 1 ausgerichtet. Achso, ich dachte Play drücken. Ha. Ich gewundert, warum ja nichts passiert. Na? Habe ich die schon zu weit vorne hingestellt? Kamera zweimal umdrehen. Das ist doch hier so weg. Oder nicht? Ich hatte doch dort hinten meine Kamera stehen. Ist das hier so weg?